wenn ich bedenke, dass er uns den auch wieder wegschießt, da können die verrückt werden. Er wird ihn nicht schießen. Er will ihn schießen, verlassen Sie sich drauf. Hände hoch! Die tiefe Liebe zur Heimat ist das Grundmotiv der packenden und zeitnahen Handlung in dem Film Grün ist die Heide. Ein Film voll Herz und Gemüt. Rosemarie, Rosemarie, 7 Jahre mein Herz nach dir schrie. Rosemarie, Rosemarie, aber du. Aber auch die abenteuerliche Welt eines Wanderzirkus tut sich vor uns auf. Szenen voll Temperament, Humor und lachender Fröhlichkeit. Ah! Wer war das? Was ist denn hier los? Und wenn das Schützenfest mit seinen bunten Trachtenzügen stattfindet, dann geht es hoch her. Die altvertrauten Weisen unserer schönsten Volkslieder und die schöne Landschaft bilden in diesem Farbfilm eine glückliche Harmonie. Grün ist die Heide. Wer denkt dabei nicht an Hermann Löns, der dem eigenartigen Zauber dieser Landschaft in seinen Dichtungen ein unvergessliches Denkmal gesetzt hat? Die Schönheit der Lüneburger Heide, liebgewonnene Melodien, ausgezeichnete Schauspieler in einer spannenden Handlung. All das erleben Sie in dem neuesten Berolina Gloria Farbfilm Grün ist die Heide mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack, Maria Holst, Willi Fritsch, Hans Stüwe, Otto Gebühr, Josef Sieber, Ernst Waldo, Oskar Sima, Else Rehwall, Kurt Pratsch-Kaufmann, Ludwig Schmitz und Hans Richter, sowie dem Tenor Kurt Reimann, dem Orchester Egon Kaiser und Gerhard Gregor an der Hammondorgel. Grün ist die Heide, ein Film mit Spannung, Tempo, ein Film, den man gesehen haben muss. Grün ist die Heide. Nicht schießen! Demnächst in diesem Theater.